Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier bei dem Chaos. Mal endlich wieder zu einer neuen Folge Baldo and the Guardian Owls. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß. Ladies und Gentlemen, naja, letzte Woche musste Baldo leider hier mitten in den Dinnerbergen stehen bleiben, wo er sich genauso vermutlich die ganze Woche so verwundert umgeguckt hat, wie er es jetzt gerade tut. Mir ist da nämlich was anderes ins Auge gegangen. In diesem Sinne sind wir jetzt wieder hier. So, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt ist die Frage, was genau werden wir tun? Also, wir haben in der letzten oder den letzten Folgen, aber ich glaube tatsächlich, das war auch die letzte Folge, die nämlich sehr, sehr, sehr erfolgreich war, haben wir... Was fehlt eigentlich hier? Ist das unser Schwert? Sollte hier unser Schwert abgebildet sein? Ich bin verwirrt, ne? Seht ihr selber. Also ich erwarte theoretisch hier eigentlich das Schwert. Aber das soll uns jetzt einfach nicht verunsichern. Warum ist es leer? Habe ich mein Schwert jetzt verloren? Aber ich habe es doch da hinten im Rücken. Also ich denke mal, da sollte eigentlich das Schwert sein. Egal. So, lassen wir uns davon nicht verunsichern. Wir haben zwei... Ich mach mal leiser, dann schreie ich euch vielleicht auch ein bisschen weniger an. Zwei von diesen ehrwürdigen Eulenwaffen, nämlich einmal die Eulenmaske, bekommen. Beziehungsweise endlich alle Runen dafür zusammenbekommen, mit der wir uns unsichtbar machen können. Und wir haben den Hammer der Macht, wo ich noch nicht so weiß, was ich davon halten soll, bekommen. Hier oben in den Dinnerbergen. Jetzt ist die Frage, was zum Henker wollen wir jetzt genau tun? Weil... Wenn wir uns die Karte angucken, habe ich ja schon vermutet, oder vermute ich, dass wir einfach hier irgendwo in dieser Region noch was finden. Aber ich weiß nicht, wie wir hier reinkommen sollen, weil das alles so ein bisschen nach Mauer aussieht. Vielleicht ist irgendwo ja ein Durchgang. Keine Ahnung. Auch hier sieht es irgendwie ja noch ein bisschen, wenn man so in die Übersicht mal reinguckt, ein bisschen leer aus. So, pass auf, ich weiß nicht, ob ihr die Maus jetzt sehen könnt. Also ich würde mal vermuten, dass hier vielleicht irgendwie noch was zu finden ist. Und mit Sicherheit auch hier noch. Aber hier weiß ich genauso wenig nicht, wie wir reinkommen sollen, wie hier. Aber wir haben tatsächlich ja auch noch in der Marui-Wüste einiges zu tun. Daher würde ich vorschlagen, lass uns doch jetzt einfach mal in die Wüste gehen. Weil hier haben wir nämlich zum Beispiel den Heiligen Eulentempel noch, wo wir hingehen sollen. Und es gibt ja auch noch den... Ach so, siehst du, den... Ah ne, den vergessenen Tempel, den haben wir ja schon gefunden. Ja, den haben wir schon gefunden. Was sagen denn die Quests? Was sagen denn die Quests? Also, die Hauptquest sagt nicht mehr viel, das weiß ich. Luna retten, da unten, und Heiliger Eulentempel. Warum es uns da jetzt nach oben zu Ramo anzeigt, weiß ich nicht. Aber so sieht es zumindest aus. Und ich glaube, es sind auch nur... Ah, siehst du, genau, die Diamanten könnten... Das könnten wir vielleicht in der Yakko-Oase abgeben. Wobei, an diesem markierten Punkt, den wir da sehen, da waren wir schon mal hier. Und ich habe hier einfach niemanden gesehen. Ich habe niemanden vorgefunden. Jetzt weiß ich natürlich nicht... Das könnte auch so ein Tag-Nacht-Ding sein, weil wir ja einiges an Diamanten jetzt zusammengesammelt haben, indem wir diese großen Steinkolosse besiegt haben, die wir in einigen Höhlen gefunden haben. Ja, also, es gibt tatsächlich noch ein paar Nebenquests, aber auch nicht mehr so viele. Und letztendlich, ich habe euch gleich, glaube ich, abgeholt, gibt es tatsächlich noch zwei von diesen Waffen. Einmal die Rune der Armbrust des Lichts. Insofern muss es hier noch zwei Tempel geben, die wir noch nicht gefunden haben. Und beim Donnerstab tatsächlich noch ganze drei Tempel. Wo auch immer die verborgen sind, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt, Ladies and Gentlemen, werden wir dem armen Jungen erstmal ein bisschen Brot zu essen geben. Eine Woche lang hat er wahrscheinlich nichts gegessen, weil er sich nicht getraut hat, aus dem Inventar was rauszunehmen. Er wäre bestimmt fast verhungert. Eine Woche später und er wäre tot gewesen. So, Spaß beiseite, Freunde. Wir werden ihm jetzt vielleicht erstmal die Wüstenkleidung anziehen. So, bauchfrei. Und werden uns
mal in die Wüste teleportieren. Weil ich einfach auch nicht weiß, wo wir jetzt diese anderen... Bei den anderen zwei Waffen fehlt mir einfach auch noch zu viel, als dass ich sage, ja, komm, lass uns das jetzt gleich sofort irgendwie angehen. Ja, ne? So. Wobei, hier unten gab es ja auch noch was, was wir nicht gelöst haben. Also in der Wüste ist noch ein bisschen was am Start. Wir gehen erstmal in die Oase. In der Wüste ist auf jeden Fall noch was am Start. Da hatten wir ja ganz links irgendwie noch so Strukturen. Boah, hell. Boah, so viel Licht darf ich gar nicht. Ich darf doch gar nicht in so viel Licht gucken. Also wir können jetzt einfach mal raus in die Wüste rennen. Wo ist mein Schild? Ich wollte gerade sagen, warum hat er jetzt keine Power mehr? Hä? Wo ist denn mein... Ah, ich wollte schon sagen. Ich dachte, der wäre jetzt weg gewesen, Freunde. Alter, das wäre jetzt extrem gewesen. Aber Schwert hat er noch, oder? Ja. Warum hast du dein Schild abgelegt? War dir zu schwer, wa? Ach, Junge. Können wir die jetzt eigentlich einfrieren? Wir haben ja jetzt ein paar Waffen als Option. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hilflos sind. Ja, warum auch immer er sein Schild abgelegt hat, ich habe keine Ahnung. Komische Dinge gehen hier vor sich in dieser Welt, aber das ist ja auch nichts Neues. Davon lebt dieses Spiel und davon lebt unsere Unterhaltung, kann ich das so nennen. Ich hoffe, euch da draußen geht es übrigens gut. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich habe die maximale Anzahl an Geld. Warum habe ich denn 2000... Also irgendwas ist hier komisch. Ich habe noch nie so viel Geld besessen. Ich habe den Eindruck, irgendwas ist hier falsch. Ich habe so viel Geld. Was für Handel hat Baldo in der Zwischenzeit getrieben? Sich in die Ecke gestellt und sich Leute hinbestellt. Ich will gar nicht wissen, was er verkauft hat. Vielleicht hat er irgendwie Zwischenhandel für Maneko betrieben. Vielleicht hat er irgendwelche komischen... Irgendwelche komischen Kräuter oder sowas verkauft. Also hier ist schon was, so besondere Kräuter. Okay, also ich kann noch mehr einsammeln. Merkwürdige Dinge gehen hier vor sich. Ich sag's nur immer wieder. Sagt ihr schon, merkwürdige Dinge gehen hier vor sich. So, hier müsste eigentlich gleich Spielkartenende sein. Ja, oder auch Wasser. Hier ist Wasser? Really? Wo kommt das Wasser her? Wee, seit wann zu Mega ist hier ein Strand? Okay, sehr interessant, sehr interessant, sehr interessant, sehr interessant. Habe ich den schon mal gesehen? Ich weiß nicht. Ah! Wer bist du? Sei willkommen! Was? Du hast unseren Boss in der Yaku-Oase getroffen? Mein Geschäft wird geschlossen? Oh, dann kann ich mich ja endlich mal erholen. Bitte nimm dieses Geld. Das ist alles, was ich mit dem Verleih von Sonnenschirm verdient habe. Ich brauche es nicht. Ich will ja nur am Strand sitzen und den Tag genießen. 50 Dippi! Ah, gut. Da haben wir jetzt unfreiwilligerweise einen von den Mäusen getroffen und ihr gesagt, dass sie keinen Job mehr hat. Und hier ist eine Statue. Ui, aber wo muss sie hin? Boah, dann könnte hier am allerletzten Ende... Am allerletzten Ende vielleicht irgendwie noch ein Turm vergraben sein. Im Sand. Also eine ist da unten. Okay. Ich laufe jetzt erstmal hier den Sand ab. Oder den Strandabschnitt direkt am Wasser. So, ich wollte schon sagen, wenn das jetzt nicht endlich mal hier zu Ende gewesen wäre. Boah, das ist aber wie mal wieder eine Nadel im Heuhaufen suchen, ne? Okay, hier ist die zweite. Oh, Freunde, ich habe keine Ahnung, wo sie hin sollen. Stellen wir sie erstmal irgendwie so ein bisschen mehr in die Nähe. Aber warum gibt es hier in der Wüste so extrem viele Statuen? Es gab doch noch eine andere Stelle, viel weiter höher. Ich glaube, oh, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, irgendwo hier vielleicht in dem Dreh, wo auch was mit Statuen war.
Wer lässt diese ganzen Statuen hier im Sand? Da ist doch was nicht richtig. So, pass auf. Es sind bestimmt 3 bis 4. Ich denke mal wieder 4 oder so. Wir sollen nur gucken, wo wir die hinstellen. Aber ich versuche die jetzt erstmal so ein bisschen beieinander zu stellen. Auch wenn es vielleicht ein Umweg ist. Aber die Maus kann ich mir gut merken als Startpunkt. Muss halt echt nur gucken, wo wir es hinstellen müssen, ne? Vielleicht geben die Palmen ja einen Hinweis. Warte mal. Ist das vielleicht das Rätsel, wo wir einen Hinweis haben? Also pass auf. Bei den Tipps. Die Tipps für diejenigen, die nicht mehr genau wissen, wo diese Tipps herkommen, sind alle gekauftes Wissen, wobei dieser Satz schon wieder sehr grenzwertig klingt, aus der Bibliothek in Rodia. Dort gibt es Bücher, die man gegen einen gewissen Aufpreis kaufen kann. Und dort steht dann mysteriöse Geheimnisse drin. Und manchmal sind sie noch nicht mal selbst bis final zu Ende ausformuliert, sondern stellen selbst noch ein eigenständiges Rätsel dar. Manchmal sind sie aber auch die komplette Lösung. So, wie zum Beispiel Minisios Kartenladen, wo es die ganzen Karten irgendwie gibt. Oder wie das funktioniert. So, also, Bobo-Tempel, Vogelscheuchen. Ja, oder hier zum Beispiel die Position von Minisios Läden. Ein sehr, 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 sehr sinnvolles Buch. Oder auch diesen hier, diesen Pfad des Feuers. Kangmis, wo man sie findet. Runen der Macht. Also eine allgemeine Erklärung. Aber zeigt uns auch nicht alle Türme an, oder? Nee, ich glaube nicht. Eulentürme, vergessene Tempel, heilige Tempel. So, also guck mal hier. Marui. Oh, 6 wäre aber richtig hart. Aber ich glaube, guck mal, das könnte... Das könnten... Oh nee, das könnten die 6 sein, oder? Also... Lass uns mal, können wir das Bild größer angucken? Nee, natürlich nicht. Also das mit den 4 Säulen ist, glaube ich, die Position, die ich vorhin meinte. Oh, dann wären das 6 sein. Und ich habe doch gesagt, 3, 4. Das hier sind, ja, guck mal, da Fisch, unten ist Wasser. Also hier ist der Strand. Hier haben wir eine, da haben wir eine. Aber wo genau sollen die hin, ist die Frage. Das heißt, ich muss gar nicht mehr hier... Also genau, hier ist der Stand von der Maus. Da ist die eine. Das ist die, die wir gefunden haben. Und hier muss es wahrscheinlich irgendwie hin oder so. Das ist halt die Frage, wo es hin muss. Also 6 sind das. Pass auf, da müssen wir den Weg hier oben jetzt ablaufen. 6? Schau mal, wilder. Jetzt müssen wir nur die Hälfte abpassen. Das sah ja so ein bisschen wie dazwischen aus. Zwischen beiden Standorten. Ich laufe jetzt bestimmt volle Möhre falsch. Ich spüre das. Ja, vielleicht. Das könnte dieser Felsen hier sein, oder? Dann habe ich, glaube ich, schon eine voll verpasst. Ah! Ich habe mich erschreckt, Freund. Was hältst du denn von der Abkühlung? Warte mal, wo habe ich denn das? Das Ding macht Abkühlung, wa? Guck mal, wie findest du denn das? Eis, kennst du gar nicht, wa? Ah, ich krieg's auch nicht hin. Ich krieg es auch nicht hin. Am Arsch. In your face. Wobei, ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Isst ein Brot. Junge, isst Brot. Brot ist Überleben. Essen ist Überleben. Hey, deine Mutter, Mann. Stirb, du Echse. Ah. Der denkt sich auch, stirb, Junge. Und jetzt. Töten, 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 töten. Greift die Echse mich hier an, Mann. Mit deinem Auge. So rot sah mein Auge übrigens letztens auch aus. Juti. Ich bin dumm. Ich bin so blöd, Alter. Oh, oh Gott. Danke. Danke, 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 danke. Nimm aufsammeln mit Y. Okay, also laufig jetzt mal hier unten hin. Wir sammeln hier einfach alle an einer Stelle. Ich glaube, das ist die klügste Idee. Okay, aber wo genau mussten wir jetzt hoch? Wir
können uns auch keine Stelle irgendwie, können wir uns ein Loch graben zur Markierung? Ach, kannst auch nicht random irgendwo mal graben. Ist ja furchtbar. Aber, guck mal, ja, das ist eine Mauer. Okay, dann müssen wir jetzt straight einfach nur hoch. Dann würde ich jetzt hier wirklich einfach hier lang zwiebeln. Ach, siehst du, gut. Also merke ich mir, die Position ist einfach an diesem schwarzen, dunklen Kreis in der Karte vielleicht. Das ist das Einzige, wie ich mir jetzt irgendwie eine optische Markierung reinlegen kann. Ich finde es halt blöd, wenn er sowas Schweres trägt, dass er da nicht retten kann. Warum kann er das nicht? Ja, und dann müssen alle sechs natürlich noch zu einem Ziel. Aber es macht für mich jetzt erstmal mehr Sinn, alle an einen Platz zu sortieren, wo ich auch einen Bezugspunkt habe. Aber das habe ich halt mit der Maus. Vor allen Dingen sechs. Ohne Witz, ne? So viel hatten wir bis jetzt noch nie. So, und jetzt würde ich hier vielleicht nach oben zwitschern. Also wir haben ja auch zwei Palmen. Ja, das sieht ganz gut aus. Das könnte vielleicht auch die Stelle sein, die ich schon mal... Ah, doch, guck mal. Das ist die Stelle, das ist die Stelle, die ich schon mal gemeint habe. Dass es sechs waren, war mir jetzt so gar nicht bewusst. Ja, und hier steht nämlich direkt eine daneben. Okay, dann ist das... Und eine steht irgendwie ganz weit von diesem Punkt da drüben. Aber das ist genau die Stelle, die ich gemeint habe. Okay, dann muss es mit den vier irgendwo anders sein. Wo auch immer. Keine Ahnung. Aber wo stellen wir die denn hin, ist die Frage. Wir haben bis jetzt doch keine Ahnung, wo wir die platzieren sollen, ne? Wir haben nur gefunden, wo wir sie haben. Aber ich habe den Text jetzt auch nicht gelesen. Vielleicht sollte ich auch einfach den Text mal lesen. Aber ich bin ja schon mal froh, dass wir selbst nach dem Hinweis, den wir da bekommen haben, die Statue auch finden. Weil oftmals ist es ja in diesem Spiel tatsächlich so, dass man irgendwie einen Hinweis bekommt und ihn selber erstmal irgendwie entschlüsseln muss. Oder ich einfach nicht fähig dazu war, den zu entschlüsseln. Dass ich einfach zu dumm war. So, fassen wir das so zusammen. Aber dadurch, dass ihr schlau seid, konntet ihr mir bis jetzt sehr, sehr gut helfen. Worüber ich sehr, sehr stolz und dankbar bin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann geht das wieder dahin. Warte mal, hier bei den zwei Palmen. Einfach gerade nach oben. Und jetzt müssen wir hier auch einfach ganz parallel zum Strand geradeaus laufen. Ich gucke jetzt wirklich auf die kleine Karte, damit wir parallel bleiben. Oh, das interessiert mich. Hä, was ist das? Oh, hier könnte eins vielleicht hinkommen. Gut, wir merken es uns mal als Punkt. Oh, und er will mich jetzt einfach rausbringen. Ich laufe jetzt einfach trotzdem geradeaus, in der Hoffnung, dass er es gleich aufgibt. Jetzt bin ich hier. Oh, vielleicht ist sie hier oben irgendwo. Das kann auch sein. Oh, warte mal. Ich laufe mal nach oben. Vielleicht steht die ja wirklich ganz oben. Ja, sag ich doch. Vielen Dank, Spiel. Aber wo müsst ihr jetzt alle hin, ist die Frage. Also wir können die eine ja vielleicht dahin bringen, wo wir gerade schon den Verdacht hatten. Das war hier hinter, ne? Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, wenn da nochmal so ein Teil kommt. Wir sind ja jetzt relativ langsam. Der Gegner steht noch da, ne? Okay, pass auf. Weil wir sind jetzt ein bisschen langsam. Wenn er uns das jetzt kaputt macht, müssen wir erst wieder nach oben. Ist ein bisschen nervig. Also ich glaube, wir müssen jetzt diese Plattform hier mit Statuen belegen. Okay, hier ist noch eine zweite. Hier ist noch eine dritte. Okay, also ich laufe jetzt einfach mal geradezu runter. Okay, hier sind ganz viele Palmen.
Aber wo ist jetzt der Laden? Ich glaube, ich bin schon vorbei, oder? Wo ist der Laden? Also hier an der Stelle müssen wir auf jeden Fall hoch. Ich probiere es mir zu merken. Not easy, aber ich finde meinen Weg jetzt, meinen Ansatz zu abwechseln, aber gar nicht so verkehrt. Die arme Maus, frisch arbeitslos. So, ich würde jetzt einfach mal hier hochlaufen. Schade, dass da nicht zwei gleichzeitig dran sind. So, jetzt will sie einfach schon wieder zu viel von diesem armen Jungen. Aber hat er einfach sein Schild abgelegt? Das gibt's ja nicht. Ist das richtig? Er läuft. Also das Problematische. Ja, doch, das sieht gut aus. Das Problematische halt an der Wüste. Kann sich halt echt schnell irgendwie verlieren, ne? Ich hoffe natürlich nicht, dass wir die jetzt irgendwie auch noch nach einem bestimmten Muster oder nach einer bestimmten Reihenfolge irgendwo hin platzieren müssen. Das wird schwierig. So. Ich fand den Punkt hier unten anzufangen ganz gut. Und das ist jetzt einfach so die Punkte, die ich mir jetzt im Kopf einfach mal hingelegt habe. Und hier jetzt durch die Palmen durch. Genau, da kommt der Stein. Oh, pass auf, warte mal. Ach! Er ist nicht tot. Oh, er ist immer noch nicht tot! Stopp! Ach. Ich darf jetzt keine zerschlagen, weil sonst weiß ich nicht mehr, an welchem Standort ich die her hatte, ne? Da muss ich jetzt echt aufpassen. Also wenn jetzt irgendein Gegner kommt und mir die wegschlägt, weiß ich halt nicht, welche er weggehauen hat. Da muss ich jeden einzelnen Spot nochmal einzeln abklappern. Okay, beschweren wir es nicht drauf, würde ich sagen. Ich hoffe ja nicht, dass sie halt, wie gesagt, in irgendeiner besonderen Reihenfolge abgelegt werden müssen. Aber bis jetzt sehen die Symbole, glaube ich, alle gleich aus. So, gibt es jetzt hier noch ein Symbol? Ich laufe das mal so ab. Okay, gibt es hier unten noch irgendwie eins? Gerade dazu? Nicht so wirklich, ne? Weil wir haben gerade mal erst nur drei platziert oder so. Ja, das sieht nicht so aus. Okay, ich laufe mal jetzt geradezu hoch. Eigentlich müssen wir jetzt gleich bei dem Spot nochmal ankommen. Naja, fast. Ist halt die Frage, könnte hier noch was kommen? Oh, sieht nicht so aus, ne? Ich denke mal, das wird schon mehr in dem Bereich hier sein. Wir können auch nochmal hier noch ein Stück nach oben gucken. Ja, siehst du, hier oben. Hier ist eine. Okay, gut. Wie merke ich mir das jetzt? Oh, ich habe einen Punkt. Das Grünzeug da unten. Es macht mehr Sinn, jetzt ohne Statue zu suchen, weil wir da halt schneller sind. Also, pass auf. Das ist auch wieder hier zwischen die Palmen durch. Einfach nur den ganzen geraden langen Weg. Aber ich merke es mir jetzt ein bisschen. Wo ist meine Maus? Meine Maus ist weg. Gut. Unten sieht man so ein bisschen grün. Zwischen den grünen Stellen. Da muss ich dann einfach hoch. Boah, zwei noch, ne? Ich bin ja gespannt, ob wir es hinbekommen. Ja, hier so ungefähr. Okay, jetzt einfach durch den ganzen geraden Weg. Warte mal, ich glaube hier durch. Das macht eher Sinn. Also zwei müssen wir dann noch suchen. Weil Wüste ist tatsächlich irgendwie... Wenn du dir da nicht irgendwie Fixpunkte legst, an denen man sich so ein bisschen orientiert, bist du verloren. Weil es sieht ja alles gleich aus. Es sieht ja einfach alles gleich aus. Gut, da haben wir schon was platziert. Das ist gut. Ja, hier ist die Wurzel. Oder der Baum. Stumpf. Totes Holzstück. Das letzte bisschen Natur. Sehr gut. Aber wo könnte jetzt der nächste Spot sein? Ich würde jetzt vielleicht noch mal ein bisschen nach hinten laufen. Ich weiß nicht, wieso. Ich könnte es mir fast vorstellen, dass man so ewig lang laufen muss. Aber ich weiß nicht. Vielleicht hier bei der Wurzel? Ich muss einfach nur den nächsten Spot suchen. Und finden. Und dann entsprechend runterlaufen.
Also zwei suchen wir noch. Frage, wo wir die finden können. Das ist auch so ein Teil. Wir sollten auf keinen Fall sterben zum Beispiel. Das wäre jetzt auch schlecht. Oh, hier ist ein ganz großer Baum. Aber auch schon tot. Ah, hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Gut, 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 gut. Vielleicht finden wir auch hier das zweite. Yes! Merci! Okay, das ist jetzt, Abend. Quasi links neben dem Grünen. So zwischen dem Schwarzen und dem Grünen. Das ist machbar. Ach, eigentlich müssen wir jetzt hier nur tatsächlich direkt hochzwiebeln. Gut. Din, 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 din. Aber beschweren wir uns noch nicht rauf, ne? Noch sind wir nicht da, noch haben wir es nicht geschafft. Und es sind noch zwei Statuen vor uns. Oh, die Kiste sieht böse aus. Ich weiß auch nicht, wieso. Die stand doch gerade nicht hier. Ich laufe meinen Bogen drumherum. Weil ich jetzt keinen Bock habe, irgendwie rauszufinden, wo diese Statue herkam ursprünglich. Das spielt das Spiel mit meiner Neugierde und denkt sich, ach, sie möchte doch bestimmt reingucken. Sie ist auf dem Rückweg, können wir reingucken. So, die letzte Freunde. Geil, dann haben wir dieses Rätsel geschafft. Aber ich muss sagen, dieses Buchkapitel... Okay, uns wäre nicht ein Ding... Was? Ist die Kiste mehr wert? Hat sich unfassbar gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt, dieses Kapitel. Weil, dass es sechs sind... Also, ich weiß nicht, ob ich das alleine... Also, wäre ich zu 1000% nicht drauf gekommen. Okay, jetzt müssen wir eigentlich den längeren Weg als gerade eben durchhalten. Da haben wir es geschafft. Das ist eine gute Frage. Was für eine Rune wir dann bekommen? Ich tippe mal vielleicht auf Donnerstab-Rune. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht wieso. Ihr könnt ja jetzt einen geheimen Tipp abgeben. Oder auch einen Tipp in die Kommentare, wie ihr mögt. Für euch innerlich. Laufe ich richtig? Den Eindruck, ich laufe ein bisschen falsch. Ja, ein bisschen zu weit links. Din, 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 din. Juhu! Ich laufe jetzt einfach mal wirklich straight nach oben. Sieht gut aus. Warte, warte, warte. Wo ist es? Wo ist der Eingang? Ah, falsch, ne? Verdammt, jetzt finde ich den Eingang nicht. War das nicht hier? Also noch höher ist es definitiv nicht. Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss irgendwie mehr nach rechts. Weißt du, da konnte sie sich so gut orientieren und jetzt findet sie den Eingang nicht mehr. Ich lieb's. Ah, das sieht gut aus. Vielleicht. Ach, überall nur Stein. Das sieht gut aus. Hilfe, ich hab mich verloren. Ach man, oh, wo ist denn der Eingang? Warte, ich mach's anders. Wir laufen nochmal runter. Das macht sonst keinen Sinn. Wir finden es sonst nicht. Naja, ich laufe nochmal runter. Irgendwie ist hier zu viel Stein. Wobei, wir könnten auch nochmal auf unsere richtige Karte gucken. Eigentlich müsste es hier sein. Ah, ist ein Weg. Also, so ein imaginärer. Ich laufe mal nach unten. Weißt du, da hat sie jetzt alle Statuen gefunden und findet diesen dämlichen Eingang nicht. Oh, jetzt kommt das Teil schon wieder an. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh sterben. Also, ich weiß ja ungefähr noch die Punkte. Oh, es war vielleicht doch ein bisschen mehr nach links.
Wo ist der Eingang? Oh, vielleicht irgendwo doch hier in der Nähe. Oh, das könnte sein. Meinst du? Boah, nee, ich habe keine Ahnung. Ich lauf nach unten. Ich hätte gedacht, dass hier der Eingang gewesen wäre. So kann man sich täuschen, ne? Fantastisch. Siehst du, deswegen sind solche Fixpunkte echt extrem wichtig. Ich will halt keine Gefahr laufen, dass die Statuen von irgendjemandem kaputt gemacht werden. Was soll denn diese Identity-Kisten? Denken Sie, spielt ja die Luft. Pach da nur eine Bitte rein. Das passt soweit. Okay, also, wir sind bei der Maus. Wir sind bei der Maus. Ah, siehst du, guck mal. Da ist die Maus. Da sind wir. Und wir müssen ungefähr auf der Hälfte davon nach oben laufen. Da ist der Eingang. Also bei dem Schwarzen, das ist vielleicht irgendwie ein guter Anhaltspunkt. Irgendwo hier. Ah, doch weiter außen. Okay. Ich würde jetzt hier mal nach oben laufen. Ja, doch, doch, doch. Das sieht gut aus. Diese hier Ruinenüberbleibsel erkenne ich wieder. Hier. Gefunden. Oh, sie sehen aber so verwirrt aus, wenn sie so dastehen, wie sie dastehen. Okay, Freunde. Herzlich willkommen in Maru. Ah, ich höre was, was ich nicht hören will. Wir können uns tatsächlich auch unsichtbar machen, vielleicht. Wir sollten uns unsichtbar machen. Warum habe ich denn... Wo ist denn mein Schwert hin? Ah, er kann dann sein Schwert nicht benutzen. Zehn oder sowas nicht. Hä? Was stimmt mit diesem Jungen nicht? Bin ich jetzt in dem Gamebug? Willst du mir das jetzt erzählen? Siehst du das? In your face! Ey, wenn ich das jetzt nochmal machen muss, dann breche ich ja zusammen. Ich kann auch nichts benutzen. Ich hänge in dem Gamebug fest, Freunde. Ich hänge in einem Gamebug fest. Ich kann mich nicht rauströten. Ich kann... Er läuft unerbittlich und... Oh, was ist mit diesem Spiel passiert? Oh, das wird bestimmt nicht speichern. Ich hasse es.